Seid ihr sicher? Ja, Havelmir, wir haben darüber gesprochen. Weiden. Wir haben darüber gesprochen, ja, aber... Mein Schwertvater war Gregor von Weidenstrachenstein. Ich habe als Knappe gegen die Orks geritten. Habe ich mehr als einmal vom Pferd geworfen, die Wichser. Nun, wenn ihr das sagt... Schaut komisch nach, als er weggeht. Ja, geht noch Kopfschütteln weiter. Da bei mir. Nach kurzer Suche könnt ihr in Yazirabad in der Nähe vom Hafen gelegen eine Karawanserei finden zum erlesenen Skorpion und dort unterkommen. Also das ist die Taverne, in der ihr dann nächtigen dürftet. Und Pferde wird man hier nicht finden, sehr wohl aber Reitstrauße oder Kamele. Costa Quanta? Wollt ihr die kaufen oder wollt ihr die leihen? Das ist jetzt, ich glaube, wenn wir mit denen wegreiten, kommen die nie wieder. Ja. Die Chance besteht. Dann rechne mal, ich glaube so 50, 60 Dukaten. Ich finde 60 Dukaten für einen ausgebildeten Reitstrauß finde ich gut. Das ist ziemlich wenig. Ist wenig? Für ein Pferd würde ich mehrere hundert nehmen. Mehrere hundert? Für ein Streitpferd. Okay, meine Ritterverhältnisse sind hier anders. Aber also ich sag mal, so ein ausgebildetes Pferd kostet halt auch so 60 Dukaten. Okay, dann 50 für den Strauß. Also das kann halt nur reiten, ne? Das kann halt sonst nichts anderes. Ja, aber die Trollzacker müssen eh laufen, lassen wir es. Zumindest also werdet ihr den Abend über mit dem Gekecker von den Straußen genervt. Aber ihr bekommt noch ein gutes Abendessen, also ein ziemlich großes Straußenei. Das ist der Vorteil. Ja, so könnt ihr auf alle Fälle unterziehen und dort dann in dem entweder Speisesaal sitzen, neben anderen vielen Tulamidinnen vor allem, viele Händlerinnen, die dort sitzen, oder aber euch gemeinsam nach oben in euer eigenes kleines Zimmer ziehen, von dem aus ihr dann ja residiert. Die Trollzacker selber müssen dann irgendwo im Stall schlafen, weil sie einfach nicht 50 Schlafplätze haben. Aber das ist den Trollzackern egal. Ja, dann versuchen wir vielleicht beim Abendessen noch mit irgendwelchen Händlerinnen ins Gespräch zu kommen. Entschuldigt, Fex zum Gruße. Fex zum Gruß, hallo. Seid ihr mit eurer Karawane zufällig in Richtung Janka unterwegs oder kommt ihr dort öfter einmal vorbei? Schon lange nicht mehr, nein. Die Stadt ist verflucht. Daran hat sich auch seit dem Fall von Oron nichts geändert. Ja, wir hörten, dass es da nicht zum Besten steht, aber ist es dort sicher? Wir kommen auf unserer Reise zumindest daran vorbei. Nein, es ist nicht sicher. Wollt ihr Geschichte hören? Der Abend ist noch jung. Nun, dann ein Opfer an Fex. Sie hält die Hand auf. Ja. Ein Fex-gefälliges Opfer, natürlich in Silber. Mhm. 12 Silbermünzen. Ja, wenn das das Angemessene ist. Der einst stolze Hafen ist nahezu vernichtet und die Obrigkeit hat erlaubt, dass er zur Heimat von allerlei Abschaum der Meere wurde. Seeräuber, die mit ihren Flinken und wenigen Talucken und Daus einigermaßen hoffen konnten, den Hafen zu erreichen. Als Kaperer im Namen Horons fahren sie vor allem im Golf auf Beute aus und jagen vor Zorgern, Perikum und Beil- und Handels- oder Versorgungsschiffe, die nicht im sicheren Konvoi fahren. In den Mauern der Stadt sieht man vor allem Pferkinas, die seit der Eroberung der Stadt dageblieben sind, sowie Seeräuber und Piraten, die es aus allen Teilen Aventuriens hierher getrieben hat und auch den ein oder anderen abgebrühten Söldner aus den anderen Heptarchen reichen, auch wenn sie jetzt gefallen sind, die sich für schmutziges Gold vergnügen wollen oder die Hauptstadt Elberum mit ihren Gardisten und Offizieren lieber meiden. Die meisten von ihnen sind bereits derartig von allem entfernt, was gut und menschlich ist, dass ihnen ihr Seelenheil gleichgültig ist oder dass ihr ganzer Schmutz und das Elend zwischen den grellen Hurenhäusern, den Spielhöllen und den Rauschkrautstuben, in den verfallenen Straßenzügen nicht stört. Die einzigen, die dafür sorgen, dass die Straßen nicht völlig im Abfall versinken, sind die zahllosen streunenden Hunde, Katzen und Ratten. Und auch schon einmal auf der Straße zusammengebrochenen Säufer anfressen. Die Seehandwerker, die Schiffsbauern, Seiler, Segelmacher und Ankerschmiede, die früher das Stadtbild geprägt haben, sind teilweise in andere Orte umgesiedelt worden, also vor allem hierher. Teilweise wegen dem anhaltenden Arbeitsmangel verarmt, verschuldet oder versklavt. Sklaven sind auch die wenigen verbliebenen Torwaler, die an Geist und Seele gebrochen, harte Frondienste für den neuen Herrscher verrichten. Oft erblickt man auch einige der seltsamen Fischgeschöpfe, die sich unlängst im Meer vor Janka niedergelassen haben.
Homeria, also große Schalenmenschen. Sie scheinen diesen Riesen Malma als ihren Gott zu betrachten. Und in jedem Falle aber können sie im gewissen Maße ihn beeinflussen und günstige Zeiten zum Verlassen oder Anlaufen des Hafens vorhersagen. Bei sich haben diese Kreaturen meistens diese Krötenmänner oder Krakonier, die ihnen als Diener, Kämpfer oder Dolmetscher dienen. Sie werden von den Piraten geduldet und von den Ferkinas ertragen. Sie führen gegenüber den Unfreien und Sklaven auf, als wären sie die neuen Herren der Stadt. Mitunter heißt es auch, man sucht sich schleimiges Meeresgezücht, selbst diese Sklavenhuren auf. Und überall in den engen Gassen in der Hafenstadt zu sehen, es riecht nach schalem Bier und nach Wein in der ganzen Stadt, dem ranzigen Fett aus den schmierigen Garküchen und dem Erbrochenen von Betrunkenen und den überall auf den Straßen herumliegenden Exkrementen. Wer sein Wasser abschlägt, der tut das einfach in einer Häuserecke, ganz wie ein Raubtier, das sein Revier markiert. Als Gebieter über die Stadt gab es mehrere Satrapper, aber seit dem Fall hat sich da wohl keiner weiter gehalten, zumindest nicht lange. Das heißt, es gibt aktuell überhaupt keinen Herrscher? Herrscherin, nein. Also das Blaue Haus ist wohl verlassen. Immer mal wieder hat es jemand versucht, der dann, vor allem in den letzten 2 Jahren, wurden viele Visiere bestellt, die allerdings allesamt verrückt geworden sind oder verschwunden. Wer? Diese Stadt klingt auch nach einer übermenschlichen Aufgabe, oder? Tja, deswegen ist mittlerweile kein einziger Händler mehr, der von Verstand ist, bereit, in diese Stadt zu gehen. Aber Schmuggler gibt es allerhand. Also wer dort Plündergut kaufen mag, der kann es günstig erstehen und dann umschlagen. Es gibt aber auch viele Gifte oder Drogen, die man dort erstehen kann. Eine Schande für Aranien. In einem solchen Machtvakuum schließen sich die Halunken meistens zu Banden zusammen. Wenn wir ihre Köpfe ausschalten, schalten wir die Banden aus. Ihr wisst nicht zufällig, mit wem man sprechen würde, wenn man ein wenig, sagen wir, illegitimes Gut umschlagen wollte. Tja, das kommt drauf an, was ihr verkaufen wollt. Ihr könnt da sicherlich mit Torvalern sprechen, mit irgendwelchen Paktierern, mit Kultisten, mit... ich glaube, man kann da sogar Goldschmuck kaufen oder Obst. Sie setzt das mal in Anführungsstriche. Es gibt auch eine kleine Gruppe aus Ferkina-Kriegern, die in der Stadt residiert. Und man kann Fleisch kaufen, aber das wollt ihr nicht kaufen. Ihr habt also keinen Namen für mich? Da müsstet ihr sicherlich nochmal mit... Also ich weiß, dass der Torvaler Styrbjörn Leifschun heißt. Das ist einer von der Otayasko. Also die waren wohl mal die Drachen von Janka und mittlerweile sind sie die Rächer. So habe ich das verstanden. Sind aber, früher waren es glaube ich 100, mittlerweile sind es nur noch 2 Dutzend oder so. Und dann gibt es noch eine Schlachterin, oder sie wird nur die Metzgerin genannt. Das ist Irisha Fereshuni. Aber ob man mit der wirklich handeln soll, sie ist eine wirklich finstere Gestalt. Wundervoll. Wir verhandeln mit Abschaum oder mit Torvalern. Nun, sagen wir, dass unsere Art der Verhandlung ein wenig speziell ist, nicht wahr, Abelmir? Ja. Ich denke, wir müssen erstmal gucken und nach Verbündeten Ausschau halten, selbst wenn es Torvaler sind. Ihr habt Fortschritte gemacht. Ihr habt sie nicht von vornherein zum Abschaum hinzugezählt. Ja, nicht wahr? Fortschritt. Nun, Abelmir, bei unserem Glück könnten es die einzigen sein, die in der Stadt noch daran interessiert sind, diesen Malma loszuwerden. Ich will es nicht verschreien, aber ihr müsst euch die Möglichkeit einstellen. Wenn ihr natürlich so geneigt seid, werde ich alle Verhandlungen mit den Männern übernehmen. Ja, ihr seid sehr gut im Verhandeln. Das hat man in der Vergangenheit schon gesehen. Ich muss euch doch sehr bitten, wir sind schließlich alle lernfähig. Tja. Sind wir mittlerweile wieder unter uns oder unterhalten wir? Habt ihr noch Fragen an die Händlerin? Noch sitzt sie neben euch. Ihr könnt sie wegschicken, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch weiter fragen. Die kann auch eine Weile hier bleiben, wenn sie will. Wir geben gerne noch eine Runde aus. Gut. Ich habe keine Fragen mehr an sie, aber vielleicht. Ihr seid gerade noch hier sehr Rabatt gekommen, oder? Seht heute angereist. Kennt ihr die Familie, die hier herrscht? Nein. Hätte ja sein können. Ich werf zu Lamin einen Seitenblick zu. Sulamin stellt sich dumm.
Ja, sie wird das auch nicht weiter thematisieren. Sagt, gehört Yassirabad zum Einflussgebiet von Lanka? Also ich würde das ganz gerne immer so thematisieren wie Perayne Furten. Perayne Furten war einstmals ein Bauerndorf und hat sich dann zu dem Umschlagplatz für Weißtobrien entwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und so ähnlich würde ich das mit Yassirabad auch halten. Einstmals ein kleines Fischerdörfchen, mittlerweile stark angehalten und der einzig gute Punkt in Oron. Nein, ihr habt mich missverstanden. Gehört Yassirabad zum Herrschaftsgebiet des, wie nennt man das hier, Emirats, Lanka? Zum Sultanat. Sultanat. Puh, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Wie gesagt, ich bin einfache Händlerin und über die Staatskunst weiß ich wenig Bescheid. Zumindest gibt es hier keine Handelszonen, die ich hier aktuell beachten müsste. Aber ich bin der Meinung, dass es wohl dazugehören könnte, ja. Interessant. Aber ihr erwähntet die hiesige Herrscherfamilie. Yassirabad hat ja offenbar eine eigene Verwaltung. Ja, schwieriges Thema. Sind die Steuern hier hoch? Es geht nicht um die Steuern. Sondern? Sie hält die Hand auf. Abel mir, bezahl die Frau. Ich drücke ihn 112 Silbertaler in die Hand. Ist der Abel mir, es gefällt dem Herrn Fex, wenn ihr um die Summe feilscht. Ja, also streicht ihr ein, jetzt ist es zu spät. Aber tatsächlich, es gibt eine Großfamilie, die hier als ehemalige Harani und herrscht, die das aufgebaut hat. Dalila al-Manachi. Sie ist eine Gefolgsfrau oder eine ehemalige Gefolgsfrau von Demiona, die allerdings ein Fähnchen im Wind ist, wenn man so mag. Und mittlerweile ist sie wohl abgesetzt worden und mehr oder minder herrscht jetzt Yashild Sabadalila über die Stadt. Allerdings hat sich das noch nicht ganz so etabliert. Yashild ist nicht ganz von Hesinde geküsst und naja, zumindest folgt man der Herrschaft oder der Verwaltung von Elborum, der Weißen Stadt. In Elborum hat sich einiges getan. Also ich bin zwar zu oronischen Zeiten, also zu schwarz-oronischen Zeiten, nicht ganz so oft in Elborum gewesen, weil sie wirklich verkommen ist, aber mittlerweile kann man in der Weißen Stadt wieder ein- und ausgehen, zumindest wenn man auf der Hauptstraße bleibt. Das freut uns zu hören. Ja. Und Yassirabad befindet sich offenbar in einer Umbruchsphase. Tja. Solange Yanka so sehr verseucht und verkommen ist, wird sich wohl hier allerdings auch wenig tun. Also wir haben ganz grob 1200 bis 1500 Einwohner, würde ich schätzen. Aber weiter wachsen wird diese Stadt wohl nicht. Einfach weil sie so sehr nah an der blutigen See ist, beziehungsweise mitten darin liegt. Nun, wir haben ein gewisses Gefühl, dass sich die Situation um Yanka in näherer Zukunft entspannen könnte. Da bin ich euch recht dankbar, wenn es sich so fügen sollte und ihr damit einen großen Einfluss haben solltet. Liebt die Götter und die Götter lieben euch. Vor allem Fex. Vor allem Fex. Nun, dann soll ich euch meine Kamele zeigen? Ah, sicher doch. Ich schau kurz auf Aramirs Taschen, wo die mal wieder ihren Weg in meine Hand gefunden hat. Ein wenig Zeit haben wir wohl noch. Meine Tasche. Oh, ja, natürlich. Bitte sehr. Was immer man über Oron sagt, seit dem Untergang des Mokulats steht es noch schlechter um Yanka. Wie damals sind es die Piraten, Froschköpfe und Riesenkrustentiere, vor denen man sich vorsehen muss. Nur heute hält sie keiner mehr im Zaum. Sie machen einfach, was sie wollen. Garib? Wie wilde Visierer war das jetzt? Bei 6 habe ich aufgehört zu zählen. Wir schreiben den 25. Praios. Ihr habt die Nacht in eurer kleinen Karawanserei verbracht und erwacht mit dem Schrei eines Straußen. Was wollt ihr tun? Aufstehen. Ja, unten gibt es ein großes Frühstücksomelett, was auf euch wartet, mit verschiedensten Kräutern ergänzt, sodass es ein wahrer Genuss ist.
und noch etwas Stutenmilch von irgendwelchen Tieren, die ihr trinken könnt. Vielleicht keine Stutenmilch, sondern irgendwie Straußen. Ihr wisst es nicht genau. Es ist Milch und sie schmeckt. Und könnt dann, wenn ihr mögt, wieder nach draußen treten, aufbruchbereit. Die Trollzacker warten im Stall auf eure Befehle. Und ja, könnt ihr dann aufbrechen, wenn ihr mögt. Ich will mich ja wahrhaftig nicht beschweren. Hat dieser Laden noch etwas Essbares, das nicht aus Straußeneiern besteht? Nun ja, es hat einen Vorteil. Die Eier sind wesentlich größer als die von Hühnern. Ja, da reicht ein Ei, um satt zu werden. Ist das nicht fantastisch? Hey, ich frage mich, warum man das nicht in Galizien macht. Ich denke, Strauße halten sich im kalten Klima dort nicht so gut. Das ist ein Argument. Außerdem sind Straußen doch ziemlich garstige Viecher, oder nicht? Och. Nun, wenn ihr mal versehentlich hinter einem aufgebrachten Pferd gestanden habt, wisst ihr, dass nicht nur Strauße garstig sein können. Nun, eigentlich sehr zahm, man kann die gut reiten. Das ist richtig. Diamantis und ich, wir haben das richtig fantastisch gemacht. Nach dem, was ihr hingelegt habt, Monterey, würde ich nicht von gut reiten sprechen. Ach, ich habe mich gehalten. Ich habe gestern übrigens noch alles bekommen. Also ich habe jetzt ein bisschen Farbe gekauft. Fiem hält drei verschiedene Farbtöpfe hoch. Und Poltax, was hast du für ein Opfertier besorgt? Oh, ich habe hier so ein Hühnchen besorgt. Ich dachte mir, die haben hier offensichtlich viel Ahnung von Geflügel. Da hole ich etwas Lokales. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. War auch nicht teuer, Abelmir. Nein. Sicher. Sind wir günstig rangekommen. Wie viel? Passt nichts. Wie viel? Naja, was Farbe halt so kostet. Also, ich habe das Hühnchen mehr oder weniger ganz umsonst bekommen. Ihr habt es aber nicht gestohlen, oder? Ich bin doch kein Hühnerdieb. Nein. Ich habe ihnen etwas versprochen. Und zwar, dass der große Abelmir Jamorenis und der berühmte Jalan Greifenmund, ihnen ihre Autogrammkarten noch unterschreiben. Die haben nämlich auch Autogrammkarten. Ganz viele. Wie viele? Ich weiß nicht. Oder 50. Ich kann nicht mehr schreiben. Ach, stell dich nicht so an. Unterschriften kann sowieso keiner lesen. Du machst einfach irgendeinen Kringel darauf. Und aber dieser Kringel sieht dann anders aus als der andere Kringel. Wollen wir jetzt noch die Trollzacke einschwören oder wollen wir Karten unterschreiben? Also, Abelmir und Jalan können. Ich möchte dann doch lieber die Trollzacke. Ich gehe zu den Trollzackern. Immerhin bin ich ja der. Ich denke, ich werde auch zu den Trollzackern gehen. Sonst freut ihr euch nie so auf den Trollzacke. Aber jetzt auch, da freut ihr euch ja alles schön. Aber Jalan, was wird Fex nur dazu sagen, wenn du einen Vertrag nicht einhältst? Nun, dem Herrn Fex ist es zuwider, dass andere Leute Versprechen für einen selbst abgeben. Tja, jetzt seid ihr aber in der Situation. Nun, dann werden die Herren wohl ihre gerechte Strafe dem Schuldigen zukommen lassen. Also euch. Nun, ihr habt den Vertrag unterzeichnet, nicht wir. Ich habe gar nichts unterzeichnet. Ihr habt einen Vertrag getroffen, nicht wahr? Ein mündlich. Ein ja. Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag. So heißt es doch in der Preiskirche, nicht wahr? Weiß ich nicht. Können wir jetzt die Trollzacke einschwören? Dieses Hühnergerede ist mir echt zu doof. Ja. Wunderbar. Hühne, Schachsole. Na, wunderbar, wunderbar. Rafim, wirf mal einen Blick draußen auf die Straße. Nee, wenn ich da mit 50 Mann stehe, mach ich alles zu. Wir gehen erstmal aus der Stadt. Essen fassen vorher noch. Nehmt euch ein bisschen Proviant mit. Habt ihr was vom Schiff mitgenommen? Ja. Wunderbar. Braucht ihr noch was? Sonst brechen wir jetzt auf. Meinetwegen können wir losgehen. Wir können los. Oh, wunderbar. Ja, dann würde Rafim jetzt mit den Trollzackern voran durchs Tor marschieren und die draußen eine Aufstellung nehmen lassen. So, ja, so. Wunderbar. Jetzt bitte einmal Aufstellung, eine Hand in Armbreit zwischen euch Platz. Dann kann ich auch zwischen euch durchlaufen. Wunderbar, wunderbar.
Raphim würde in den ersten Farbtopf greifen, da das ist ganz offensichtlich mit seiner Hand, und würde seine Handfläche und seine komplette Hand damit einreiben. Hier. Yeah. Und passt damit dem ersten Trollzacker vorne auf, naja, vermutlich auf die Brust, weil er keine Rüstung trägt. Du bist einer von den Blauen. Dann geht Raphim an 9 weiteren Männern und Frauen vorbei und klatscht ihnen allen einmal die Hand auf die Brust. Du bist auch einer von den Blauen. So. Dann geht Raphim zu den nächsten 20 hin, nimmt der schwarze Farbe und kaut auch diesen Männern jeweils einmal die Hand auf die Brust. So, hier seid welche von den Schwarzen. Ne? Wunderbar. So, hier. Meine Ohrhats! Meine Großen, komm mal her! Und Raphim würde alle besonders großen Trollzacker zu sich rufen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ja, sicherlich 10 Stück. Du kannst sie erkennen. Du hast nicht alle Namen gelernt von deinen Trollzackern, von deinen Kurgerkriegern, aber den einen oder anderen kannst du wiedererkennen. Unter anderem eine besonders große Frau, Ashiruth Dunka. Einen Kirgamosh-Kornan, einen, ja, den Stierkopf-Schaman, der wirklich seinen Namen vor langer Zeit abgelegt hat, einen Answun, den du erkennen kannst, natürlich Gornech, den Riesen, der die ganze Zeit singt, und Achzul, dem schon ein Auge fehlt, du weißt nicht genau, ob er sich das selber rausgeschnitten hat oder irgendein anderer Krieger in den Bergen es ihm gestohlen hat, aber ja, so kannst du den einen oder anderen von ihnen wiedererkennen. Na, da seid ihr, meine Rohats, mein Anführer. Und Raffi würde einmal in einen weiteren Farbtopf greifen, mit roter Farbe, und durch jeden Männern jeweils einmal die Hand auf die Brust schlagen. So, jetzt seht ihr alle hier. Ihr alle tragt die Farben eures Königs. Und wir werden in die Schlacht marschieren. Denn die Tiefgeborenen wissen mal wieder nicht, wie man Probleme löst. Wir werden mal wieder eine Bestie jagen gehen. Wir werden etwas jagen, wofür sie zu schwach sind, wofür sie zu klein sind. Und wir werden ihnen zeigen, was passiert, wenn wir Männer und Frauen Kurgas marschieren. Und wenn wir wieder hier ankommen, mit dem Kopf der Bestie zu unseren Füßen, werden wir ein paar neue Rüstungen bekommen. Ich schaue mal, dass ich da was für euch Schönes für euch bekomme. Metall. Und dann werden wir den Tiefgeborenen zeigen, was passiert, wenn diese ganze Sippe in Metall marschiert. So, Sulamin, komm mal her. Sulamin tritt vor und schaut furchtlos die riesigen Krieger an. Ja, Raphim greift Sulamin einmal an die Hüfte und reißt sie in die Luft. Hier! Seht ihr alle diese Frau? Die gehört zu mir. Und diese Tiefgeborenen, da wo wir jetzt hingehen, wollen sie mir wegnehmen. Aber sie werden sie mir nicht wegnehmen. Habe ich mich da klar ausgedrückt? Wollen wir sie verstümmeln? Nein, die gehört zu mir. Und Raphim würde einmal einen Teil seiner Rüstung ablegen. Hier, seht ihr, eine Künstlerin an der Nadel. Und ich will verdammt sein, wenn ihr auch nur ein einziges Haar fehlt, wenn wir dort sind. Habe ich mich klar ausgedrückt. Schwarzer Sand wird an der Haut. Schwarzer Sand bewegt sich. Ja, sieht gut aus. So, wir sehen meine anderen Gefährten hier. Auch sie werden uns begleiten. Passt auf. Unser Chosuli, Boltax, er wird euch vielleicht ein paar Anweisungen geben. Passt auf, seid dort vorsichtig. Ihr wisst, die Tiefgeborenen können nicht kämpfen, aber sie sind hinterlistig. Außerdem habe ich vielleicht ein paar riesige Homeria für euch. Das wird eine schöne Schlacht. So, ihr Hunde, und jetzt marschieren wir. Raphim, wir müssen noch opfern. Oh, ja. Stamm? Oh. Also, wir werden gut gehen, wir werden schnell gehen, wir werden stark gehen. Und dort, wo wir hingehen, werden wir kämpfen, wie der König gesagt hat. Und was brauchen wir, um zu kämpfen? Loot! Damit nehme ich das Hühnchen hoch und schneide ihm den Kopf ab. Dieses Blut macht uns stark. Stark! Und nicht blutleer.
Wir sind voller Blut. Damit würde ich die ersten mit Blut anspritzen. Du bekommst Blut. Und du bekommst Blut. Und du bekommst Blut. Och, die Geister wollen. Die Geister sind mit uns. Ja, als du Geister erwähnst, also eben waren sie eher gelangweilt oder verstimmt, weil du dem Hühnchen einfach den Kopf abgeschlagen hast, anstatt das zu foltern. Aber als du die Geister erwähnst, kannst du Furcht in ihren Augen sehen. Das Blut ist mächtig und es beschützt euch vor den Geistern. Seht, wie es mich beschützt. Und dann würde ich einen Flimflam in meiner Hand erzeugen. Ja, die Trollzacker springen einen halben Schritt zurück und die Formation, die ebenso sehr schön gut aufgebaut war, ist nur noch grob zu erahnen. Also ich mache keinen hellen Flimflam, ich lasse mir selbstverständlich. Zauber ist Zauber. Ja. Ja, klar, aber... Das ist Geistermagie. Ja, ich will dir nur sagen, also das ist halt ein normaler Flimflam, der ein bisschen heller ist. Ja. Und dann würde ich etwas von dem Hühnchenblut reintropfen lassen und dabei den Zauber fallen lassen, sodass es so aussieht, als würde das Blut den Zauber bzw. das Leuchten vertreiben. Das wurde gut. Ihr bekommt das Blut von mir. Hier, hier, hier. Jetzt seid ihr stark, jetzt seid ihr geschützt. Geht und kämpft, wie der König gesagt hat. Mächtiges Huhn. Mächtiges, großes Geisterhühnchen. Für das Geisterhühnchen. Naja, sie sind immerhin motiviert. Würde ich sagen. Dann machen wir den Jungs noch ordentlich üben. Währenddessen wird Drag von Kekrach dann schon mal vorgehen und die Formation auflösen. Immerhin hat Rafim dann zum Marsch geblasen und Boltax als Schochsul hat er dann eben auch sein Go gegeben, sodass sie dann eben aufbrechen. Ihr könnt dann noch so ein bisschen zusehen, wie sie dann in Formation gehen, irgendwie in drei Leute nebeneinander und dann die lange Straße in Richtung Janka an der Küste entlang. Blut, Blut, Räuber saufen Blut, Raub und Mord und Überfall sind gut. Ich hoffe, dass wir nicht eines Tages einfach nur dafür berühmt sind, dass 50 Trollzacker unter unserem Kommando Janka abgebrannt haben. Und ausgeraubt und geplündert und jeden ermordet. Es geht um Janka, also wie schade wäre das wirklich? Ich bin nur froh, dass die Erzmagier dieses Ritual nicht gesehen hat. Ach, warum? Ich bin mir sicher, die Erzmagier hätte ihre eigenen abfälligen Kommentare dazu. Es war Scharlatanerie. Wir sollten jetzt mitlaufen. Angekommen. Wir sollten mitlaufen, die sind echt schnell unterwegs. Und Afin, dann halt sie im Zaun, wir können nicht so schnell marschieren wie die. Oh, meine Güte, jetzt bewegt euch mal und Rafim fängt an mit zu rennen. Verzeihe, dass ich ein Krüppel bin! Oh, Männer, wir können nicht so schnell marschieren, die Tiefgeborenen sind wieder zu langsam. Ja, Konach steht neben dir, Jalan, weil er nicht in der Formation war, sondern nur neben Boltak stand. Wenn du willst, kann ich dir deinen Arm auch noch abschneiden. Gut? Und was hilft mir das? Dann bist du im nächsten Leben besser dran. Aber wie kann ich andere Leute bluten lassen, wenn ich selbst keine Arme mehr habe, Gonnech? Du kannst sie beißen. Da hat Gonnech recht. Foltern ist gut. Du musst dir mal die Geschichte anhören, wie Gonnech einem, Außerdem ist das eine schlechte Ausrede. Dir fehlt ein Arm, keine zwei Beine, also kannst du genauso schnell gehen wie wir. Nun, dann schätze ich, dass ich einfach blutleer bin. Können wir? Du bist tief geworden. Wir sind auch geboren. Bei Jalan bildet sich eine kleine Wutader. Aha. Die ein bisschen anwächst und pocht. Wollen die anderen etwas tun? Eure Reise von Yazirabad in Richtung Janka an der Küstenstraße würde 2 Tage dauern. Beziehungsweise eine Übernachtung. Und am Ende des 2. Tages könntet ihr Janka erreichen. Ich würde gerne auf, wie ja schon gesagt, die Jägerin achten, die wir mitgenommen haben. Ja. Also ich würde gerne gucken, wie sie sich macht. Ich würde auch mal in einem unauffälligen Moment ein Odem auf sie wirken, während ich so hinter ihr gehe, um zu gucken, ob sie magisch ist und so weiter und so fort. Mhm. Ich werfe denen auch. Die Werte Marek Fuchsäcker hatte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ich kopiere sie kurz rüber auf die Horrorkarte. Hier. Geben wir zu meiner Schande zu, ich habe sie auch vergessen. Aber sie ist selbstverständlich mitgekommen und freut sich darüber, dass sie eine wilde Bestie
ein Großwild jagen kann, denn das ist tatsächlich das, was sie am liebsten macht, wenn sie nicht gerade in der Magistratur von Perikum sitzt.